Bamberger Fürstenportal Teil 2, Tympanon. Im Tympanon ist thematisch das jüngste Gericht dargestellt. Das lässt sich ikonografisch eindeutig sehen. In der Mitte ist Christus überlebensgroß als Weltenrichter dargestellt. Links und rechts von ihm sind die Verdammten und die Erlösten zu erkennen. Von dem Betrachter aus gesehen, links von Christus sind die Erlösten, rechts davon sind die Verdammten zu erkennen. Die Idee eines jüngsten Gerichts hat eine interessante Vorgeschichte. Vermutlich hat erstmalig in der Menschheitsgeschichte im ägyptischen Totenbuch die Idee stattgefunden, dass es ein Totengericht gibt. Das heißt, dass der Tote nach seinem Leben sich trotzdem für seine Taten zu verantworten hat. Im ägyptischen Totenbuch ist die Rede davon, dass der Tote in die Unterwelt kommt. Da wartet dann nach diversen Vorgeschichten, wartet dann schlussendlich der Gott Anubis, also dieser schakalköpfige Totengott, Gott auf den Verstorbenen, und der Gott Anubis hat eine Waage. Auf der einen Waagschale ist das Herz des Verstorbenen und auf der anderen Waagschale ist die Feder der Ma'at. Ma'at ist das altägyptische Wort für Gerechtigkeit. Die Sinnbildlichkeit dieser Metapher ist nicht zu übersehen. Das Herz des Verstorbenen als Sinnbild seiner ganzen Haltungen, seines Charakters, seiner Gesinnung, seines Inneren, wenn man so sagen darf, wird mit der Gerechtigkeit aufgewogen. Und je nachdem, wie die Waage ausschlägt, war eben diese Person ein Gerechter oder ein Ungerechter und wird entsprechend im Jenseits belohnt oder bestraft. Es liegt auf der Hand, dass diese Idee natürlich dann auch in die biblische Religion und auch in den Koran eingeflossen ist. Das ägyptische Totenbuch ist etwa 2500 bis 3000 vor Christus entstanden, also sehr, sehr früh. Und interessant ist, dass die moralische Qualität unserer Handlungen nicht einfach mit unserem banalen physischen Tod zu Ende ist, sondern dass es über unseren Tod hinaus Relevanz hat. Diese Idee einer supermortalen Gerechtigkeit oder moralischen Relevanz wird dann interessanterweise auch in der Stoa Niederschlag finden, wo die moralische Gesinnung des Menschen dazu führt, dass er nach dem Tod eben sanktioniert wird, das heißt belohnt oder bestraft. Bei Kant hat man einen ganz ähnlichen Gedanken noch, dass die moralische Dignität oder Nichtdignität einer Person für sein Schicksal nach dem Tod verantwortlich zeichnet. Also ein sehr, sehr alter Gedanke, ungefähr 3000 vor Christus entstanden, der eben noch um der Zeit um 1800 gewisse Relevanz hatte. Von daher ein ganz zentrales Moment der Philosophiegeschichte. Gerechtigkeit als Teil von Rechtsphilosophie oder auch Moralphilosophie ist natürlich nicht zu verkennen. Und mit dieser Darstellung im Tympanon des Fürstenportals wird genau dieses elementare Moment der Gerechtigkeitsphilosophie, Rechts- und Moralphilosophie thematisiert.